Ja, Quoten. Wie könnte man dazu Nein sagen? Ja, klar ist das super wichtig. Also ich glaube, das kennt jetzt jeder schon aus den ganzen Oscar Academy Award Acceptance Speeches, wie wichtig es ist, dass man sich mit jemandem identifizieren kann. Aber gleichzeitig darf man ja jetzt auch nicht Wunder davon erwarten. Man darf es jetzt nicht als Allheilmittel für alles ansehen. Also es kann aus meiner Sicht eigentlich nur eine temporäre Lösung sein, weil im Idealfall natürlich es nicht darum gehen sollte, dass wir nur begrenzte Plätze haben und Quoten daher einrichten müssen, weil die Anzahl der Plätze von vornherein begrenzt ist. Das ist ja das ganze Dilemma, ja. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass man keine Wunder erwarten darf, leider, dass die Personen, die dann vielleicht aufgrund einer Quote dahin gekommen sind, automatisch sich dann auch so benehmen, wie man es sich erhofft, wenn es irgendeinen Konflikt gibt und du die Hilfe erhoffst und du diese Person ansprichst und diese Person dann vielleicht zwar zuhört und dich versteht, aber dann vielleicht auch gerade, weil sie denkt, dass ihr ja diese Position nur ausgeliehen bekommen habt, sozusagen ihr dann auch besonders angepasst sein müsst. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal solche Leute, also solche Leute, in dem Fall waren es dann einfach Frauen, angepasst waren und gesagt haben, ja, sei doch lieber leise, vertu dir deine Chancen nicht, vermassel dir nicht die Karriere. Und dass es dann auch selten Leute sind, die wirklich den Mut haben, gegen ihre Peers anzureden, oder dass es Leute sind, die in diese Position gekommen sind, weil sie vielleicht karrieristisch sind und sich selbst dann nicht die Karriere verderben wollen. Man könnte jetzt sagen, dann packt man es dafür noch in eine fixere Struktur und macht ein COC, ein Code of Conduct, also ein Verhaltenskodex. Und das ist auch total wichtig und total super, dass es sowas inzwischen gibt. Aber auch das wiederum, ja, wenn es Leute mit Machtstrukturen gibt, die wissen das dann zu lesen, die wissen das auszunutzen und die wissen sogar, so einen blöden COC so zu verwenden, dass am Schluss du wieder draußen bist und nicht sie. Und was wir deswegen noch weiter mit überlegen müssen und uns nicht zu sehr auf Quoten verlassen dürfen, ist, wie man diese Machtstrukturen bricht. Ja, und wie das passieren kann, dass diese Machtstrukturen sich immer wiederholen, obwohl es so viele implementierte Werkzeuge inzwischen dagegen gibt. Und das muss man mal grundlegend analysieren. Im Endeffekt, geht es bei Chancengleichheit ja auch nicht darum, die gleiche Chance, dafür zu haben, um im Wettbewerb miteinander zu stehen, sondern eigentlich die gleiche Chance für eine Beteiligung zu haben. Das sollte das Ziel sein. Und deswegen Quoten, ja, aber man darf diese ganzen anderen Probleme nicht vergessen.